Hallo ihr Lieben, ich habe mir gedacht, ich mache heute noch ein Video und mir ist da zwei Tags ins Auge gesprungen. Den anderen Tag werde ich natürlich separat machen nachher. Und ja, ich habe da ja die Weihnachtszeit ja beginnt oder jetzt schon da ist. Dachte ich mir, machst du mal bei Tags mit, die sich um Weihnachten drehen. Und zwar habe ich für jetzt dieses Video das The Christmas Tag. Und das habe ich zuletzt bei der Funny Pilgrim entdeckt zuletzt. Und da habe ich mir gedacht, mache ich da mal mit. Und jo. Dann wollen wir auch direkt beginnen. Das hat nur 8 Fragen und ich würde mich freuen, wenn ihr euch getaggt fühlt. Ich tagge niemanden Spezielles. Ihr könnt es per Video machen oder per Blog-Eintrag und ihr könnt es auch in Facebook schreiben. Also für diejenigen, die meinen Facebook-Account kennen, können mir dort schreiben. Ich werde auch natürlich das in die Infobox verlinken und ja. Wir beginnen jetzt einfach mal mit unserer ersten Frage. Und zwar, gib einen Laut von dir, der deine Vorfreude auf Weihnachten beschreibt. Yay! Weihnachten! Juhu! Ja, ist jetzt übertrieben, aber früher habe ich das immer gemacht und dann war ich so aufgeregt und wibbelig und endlich, ich weiß nicht, heute bin ich immer noch so, weil man ist schon aufgeregt, was derjenige schenkt, weil ja, man weiß nie, was der eine denkt und ob der das Richtige schenkt, ob es deiner Vorstellung entsprach und ja, ne? So. Genau. Zweitens, was war dein bestes Weihnachtsgeschenk und warum? Mein bestes Weihnachtsgeschenk war, wo ich so traurig war, dass mein PC nicht richtig funktioniert hatte, mein Tower. Und da habe ich einen Laptop bekommen. Und dann einen Drucker, hatte ich ja letztes Jahr in einem Video gezeigt, hatte ich einen Drucker bekommen, weil der auch so ziemlich kaputt war der alte und deswegen habe ich eins bekommen und ja, ich bin richtig zufrieden. Dann, was hatte ich noch gekriegt, was cool war? Mein Bücherregal hier. Mein Bücherregal, wo ich meinen Ordner und meine Bücher einsortiert habe. Das ist super cool. Jetzt brauche ich nicht extra im Ankleidezimmer rennen. Und das, was ich nächstes Jahr bekommen werde, also Anfang des Monats nächstes Jahr, das habe ich mir selber beschenkt. Und ja, freut euch drauf. Es gibt ein Video dazu. Und ja, das werde ich dann drehen. Und jo. Ja, dann. Und warum? Habe ich ja gesagt, weil einiges kaputt war und wegen Ordnung und also diese Ordnungssache war mir sehr wichtig und ja, genau. Was war dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk und warum? Also bis jetzt habe ich kein Weihnachtsgeschenk, was schlimm war. Also, nö, eigentlich nicht. Nö. Nö. Habe ich nicht so. Also nicht, dass ich wüsste, dass es schlimm war. Es sei denn, ich habe da irgendwas erwähnt von letztes Jahr. Ihr könnt ja mal durchstöbern, aber ich glaube, ich habe das nicht mehr von letztes Jahr. Müsst ihr mal gucken in meiner Upload-Liste. Wenn nicht, dann weiß ich wirklich nicht, was das war. Sing eine Strophe aus deinem liebsten Weihnachtslied. Oh ja, davor habe ich mich richtig gefreut auf die Frage. Und zwar, Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away.
this here to save me from tears. I'll give it to someone special. Ja, das ist das Lied, was ich gerne höre. Das ist zwar einer der modernsten Weihnachtslieder, aber ich höre sie so gerne. Und der heißt, ist das von Wham. Und so die altmodischen Lieder, was ich gerne höre. Ich kann ja ruhig auch mal ein zweites bestimmter Ton tun, ist Oh du Fröhliche, oh du Selige, Gnade bringende Weihnachtszeit und so weiter und so weiter. Ja, das war so die beiden Lieder, die ich gerne höre. Dann, was ist dein liebster Weihnachtsfilm? Ich hatte vorhin einen Weihnachtsfilm gesehen. Und zwar, nicht vorhin, sondern die Tage, mit dem Schauspieler Tim Allen. Und zwar Verrückte Weihnachten habe ich geguckt. Und so von den Weihnachtsmärchen, so in den Animationsfilmen oder halt Trickserie sind, ja, mit dem Scrooge. Ihr wisst schon, wie ich meine, mit diesem alten Herren, also der ältere Herr, der Scrooge, der nicht an Weihnachten glaubt und so weiter. Das habe ich gerne geguckt und ja, das war's eigentlich soweit. Zeig uns mal, wie gut du Geschenke einpacken kannst. Toll. Jetzt habe ich kein. Ich hatte das erst später erst ausgedruckt und toll. Ich kann ja mal zeigen. Ich habe schon eingepackt. Ich zeige euch das mal eben. Wartet kurz. Das Schlimmste, was ich leider eingepackt habe, ist dieses Paket. Das ist so durcheinander. So. Ich wusste nicht, wie ich dieses Teil nochmal einpacken wollte. Da ist nämlich die Badewanne drin für meine Schwester. Und die Zettel hier, das sind einfach, habe ich auf dem Computer geschrieben und ich schreibe auch gerne auch so kleine Geheimtipps. Und bevor die ausreißen, dieses Geschenk, also aufreißen, dann sollen die erstmal raten, was ich meine. Muss ich das nur hier wieder vernünftig hinstellen. So. Und ja, dann habe ich hier noch eins mit einer Weihnachtskugel. So würde das ungefähr noch aussehen. Mit so einem Fächer da dran. Ja. Ist zwar nichts Besonderes, aber ich kann das nicht allzu gut. Meine Mutter, die kann das sehr, sehr gut. Ich kann es leider nicht sehr, sehr gut, aber naja. Gut, dann ist die Frage schon mal etwas gedeckt. Dann, wenn du einen von Santas Rentier neu benennen dürftest, welcher Name wäre es dann? Ich habe mir die Fragen jetzt nicht gut angeguckt. Rudolf gibt's ja schon. Sunny? Sunny würde ich jetzt sagen, wenn er jetzt auch so eine rote Nase hätte. Weiß ich nicht. Oder Star. Star ist auch, ist zwar ein Fantasiename, aber ich würde sagen Star. Keine Ahnung. Ja, es ist schwer. Es war jetzt ein komischer Name, aber gut.
Was ist für dich das Schönste an Weihnachten? Das ist die letzte Frage und dann haben wir es geschafft. Das Schönste an Weihnachten natürlich, die Familie ist zusammen. Dann vielleicht eine Kleinigkeit geschenkt zu bekommen, da freue ich mich sehr. Und ja, zusammen essen, zusammen etwas trinken, quatschen, vielleicht singen. Ja. Das war's, soweit ich weiß. Jo. Ja, das war mein erster Tag und ich werde jetzt gleich den zweiten Tag hinterher drehen. Und ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen gefallen und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.